Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Ori. Ori Geller, Geller Ori. So, Mocky, du hast mir jetzt nichts zu sagen, ja? Ja, okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt erstmal hier hoch wieder machen. Wir haben ja jetzt die Prüfung hier geschafft. Hier, da würde ich noch gerne hin. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal das hier oben alles klären. Natürlich, das würde ich auch gerne noch einsammeln wollen. Ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns erstmal hier hoch. Und tschüss. So, jetzt ist halt die große Frage. Da war ja irgendwas, ob wir uns jetzt hierhin erstmal begehen. Oh komm. Spiel bitte! Ob wir hierhin gehen können. Okay, warte mal. Hier wird's dunkel. Haha, hier geht's nämlich noch. Das heißt, wir müssen hier, genau, das war's. Hier lenkt und dann hier hoch, ne? Anders geht's gerade nicht. So. Okay, da oben haben wir einen Flattermann. Da holen wir mal da oben den Flattermann raus. Hallo, Glühwürmchen. Ich bin der Günther. Ich komme öfters vorbei. Schon wieder eine doofe Richtung. Ah, nee, ist noch. Nee, gut, ich habe nichts gesagt. Ist noch richtig. Okay, wir müssen natürlich jetzt. Aber wieso wir hier nie hinkommen? Na gut. In die Richtung. Da können wir nämlich jetzt gleich das Ding hier oben holen. Müssen wir aber jetzt eigentlich hoch. Ach ja, nee, das war ja das hier schon wieder. Okay. Hat sich ja schon wieder erledigt. Okay. Okay. So, laut Adam Riese müssten wir jetzt ja hier lang. Gut. Hey, es ist gerade die große Frage, wie kommen wir denn jetzt? Ich will halt so gerne da oben an die Lebenszelle ran. Und ich weiß halt irgendwie nie, wie man das von hier aus macht. Ja, in die Richtung will ich doch gar nicht. Flattermann. Ich will dahin. Da will ich hin. Moment. Muss ich mich mal kurz hier töten? Oh, jawohl, wir können ja. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir jetzt hier lang weiter? Wie komme ich hier lang weiter? Wir müssen nämlich jetzt hier lang. Oder fehlt uns wirklich, müssen wir hier noch irgendwas. Eine Lichtquelle finden. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wir werden jetzt nochmal. Ich glaube, wir werden jetzt gleich nochmal hier hin machen. Das nervt mich ja hier auch ein bisschen, ne? Wie kommen wir jetzt an die Zelle hier ran? An die Lebenszelle? Wir brauchen einen Flattermann, der. Ah, Moment. Also, der macht jetzt hier die Drehung. Ich
Ich will an die Lebenszelle ran, Mann. Bringt das was, wenn ich von hier ausschlage? Nee, ne? Bringt nichts, okay. Warte mal, wir holen jetzt mal... Pass mal auf, wir holen jetzt mal den Sprung hier raus. Vielleicht... Aha. Das Problem ist, ich werde jetzt sterben. Obwohl, wir haben ja hier einen Käfer. Aber der Käfer müsste eigentlich... Genau, der gehört hier hin. Oh ne, bitte, bitte, bitte muss ich die Lebenszelle nicht holen. Ich muss die Lebenszelle wiederholen. Nee, das klappt schon mal nicht, schade. Okay, dann machen wir das so. Okay. Aber ich verstehe das nicht. Wir müssen dahin, Mutti. So, der Flattermann führt uns ja nur wieder da hoch, ne? Oder? Okay, der Flattermann führt uns nur hier hoch. Das heißt, der Flattermann bringt uns jetzt nichts. Okay, ich verstehe noch nicht so ganz, wie wir hier hinkommen. Also wir können es natürlich noch, wir versuchen es nochmal. Nee, hier wird es die ganze, okay, hier bleibt das jetzt die ganze Zeit dunkel. Na komm. Flatterinchen. Ja, das heißt, wir müssen doch nochmal hier... Wohin führt uns denn der Flattermann überall hin? Also das ist ja der uns runterführt. Okay. Ich meine natürlich der Flattermann, der hier oben ist. Nur mal gucken. Wir werden jetzt mal mit dem Flattermann hier rumflattern. Okay, der führt uns einfach nur wieder hier hin. Okay. Ah, sonst gibt's hier oben nichts, ne? Da müssen wir durch. Nee, Mutti! Ah! Irgendwo muss ein Flattermann versteckt sein, der uns natürlich weiterführt. So, das heißt, wir müssen nochmal runter. Aber wir haben zumindest jetzt schon mal das ganz gut. Wir haben den Weg jetzt schon mal erkundet. Wir haben die Lebenszelle schon mal bekommen. Ist
ist gar nicht so schlecht. Wir haben ein bisschen was wieder erreicht. Fehlt uns nur noch der richtige Weg. Okay, der Flattermann flattert uns hier hin. Aua. Aua. Okay. Der Flattermann bringt uns jetzt erst einmal nichts, weil ich nicht weiß, wie wir hier weiterkommen, ab dem Punkt hier. Ich habe das Gefühl, dass wir hier unten, dass wir hier einen Flattermann haben, der uns hier längs führt. Das heißt, wir müssen hier unten gucken. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Flattermann weiter flattern. Oh, warte mal, so. Hier oben haben wir nichts mehr, okay. Ach nee, jetzt kommt das schon wieder, ja. Ah, okay. Der Flattermann müsste jetzt aufhören. Genau, und jetzt müssen wir gucken. Aber wir gehen erstmal hier hin. Ja gut, dann geht der gut, dann machen wir das hier eben schnell noch. Okay. Oh nee, das klebt. Oh, manchmal ist das. Okay. Warte mal, bringt das was? Nee, das. Ja, okay, Uri schießt zu schnell. Wie kommen wir jetzt hier hin? Weil wir haben hier die ganze Zeit jetzt keine Lichtquelle mehr. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit keine einzige Lichtquelle mehr. Zwei Irrlichter sind noch verschwunden. Ja, ja, das werden wir alles noch... Das werden wir alles noch herausfinden. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo... Schieß mal hier hoch. Also müsste man ja sehen, das würde ja übelst krass leuchten. Nee. Das würde ja leuchten. Also wir würden das ja definitiv sehen. Wir müssen hier irgendwo in der Nähe ein Irrlicht haben, das uns hier weiterführt. Okay. Guti. Werden wir nochmal zurückgehen. Jetzt müssen wir... Also da weiß ich gerade noch nicht so ganz, wie wir da hinkommen. Oh, scheiße.
Ich hatte gerade eine Vermutung, dass wir vielleicht die Dings hier, dass wir die mitnehmen müssen. Das ist halt die Frage, wie lange verfolgen die einen? Sollen wir das mal mit denen versuchen? Also die einfach mal mitnehmen. Kommt mal mit. Ah, ich habe das Gefühl, dann ist schon... Ah, okay. Ab der Höhe ist dann schon wieder Schluss, wie es aussieht. Okay, ab der Höhe ist Schluss. Jawohl, warte mal, das Vieh verfolgt mich schon. Ja, komm mit. Nee, ich kann mir nie vorstellen, dass es so gemeint ist, weil sonst braucht man ja wirklich Jahre. Wie sie mal checken, dass sie mitkommen sollen. Okay, wir brauchen hier... Oh nein, das war so knapp. Das war knapp, Harry Potter. Ah, okay. Hier ist was für... Ah, okay. Gut, das wollte ich eigentlich mit der Klinge kaputt machen, aber... Nee, hier waren wir schon mal, hä? Wollte ich gerade sagen, das kommt mir gerade so übelst bekannt vor hier. Ja, jetzt sind wir wieder hier an der Stelle, wo wir nie weiterkommen, ne? Weil das Vieh bringt uns nichts. Warte mal. Klappt das, wenn man jetzt sagt, so. Können wir auf B legen. Oder, warte mal. Ah, das reicht nicht als... Ich hab grad... Okay. Ich dachte, das klappt, Mutti. Okay, ich bin jetzt ab der Stelle hier. Wir müssen ja hier weiterkommen, irgendwie. Aber wie? Wie komme ich hier weiter? Dann können wir jetzt hier wieder die Klinge hinmachen. Und die Flammen werden uns auch nichts bringen. Dann machen wir wieder heilen. Kann er jetzt auch nicht so machen, oder? Nee, klappt auch nicht. Hier ist aber auch in der Nähe keine Lichtquelle, wo man sagen kann, gut, man kann sich hier dran halten. Vielleicht hier oben, dass wir hier oben kurz...
Hier ist auch keine Lichtquelle. Weil er schafft man niemals bis zu der, bis zu den Insekt, also bis zu der Spinne oder was es sein soll. Schaffen wir doch niemals. Das kriegt man niemals gebacken. Weil hier haben wir ja auch kein Licht. Ich glaube, hier war ja, also hier oben war zu. Und das sieht hier gerade auch, weil das so ein krasser Cut ist. Hier sieht das nämlich auch aus, als wäre es zu. Und das ist wirklich der einzige Weg, wie wir da hinkommen. Zum Irrlicht. So, weil hier oben, wie schon gesagt, hier kommt man dann am Ende raus. Und hier glaube ich auch. Aber, das ist halt die große Frage, wie man... Weil das Ding führt uns ja eigentlich einfach... Boah, sehr schlau von mir. Weil das führt uns ja wieder zurück von hier aus. Aber das verstehe ich jetzt halt auch nicht ganz, wieso, weil wir haben doch hier unten so viele Lichtquellen. Und das führt uns dann wieder hier rein. Aber das hört er genau hier auf. Ja, wenn man hier jetzt. Das hört genau da auf. Okay. Das müsste ich, genau, das hört genau hier auf. Da fehlt uns genau hier, fehlt uns ein Irrlicht. Genau hier. Also ein Glühwürmchen, Entschuldigung. Genau hier fehlt uns ein Glühwürmchen. Weil hier, wie schon gesagt, hier oben kommen wir definitiv nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter, weil wir hier keine Lichtquelle haben. Hier hätten wir halt einen Stammbaum. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir da nochmal rankommen. Aha, aha, aha. Muss ja wirklich jetzt mal... ehrlicherweise zugeben, ich bin jetzt an der Stelle gerade so ganz leicht überfragt. Oh mein. Was war denn das jetzt, Dude? Weil das kriegen wir nie auf. Definitiv nicht. Hier kommen wir nicht lang. Ich glaube, selbst wenn wir hier die Explosion machen würden. Hier kommen wir nicht weiter. Und die Geisterkugel bringt uns hier. Die versucht es zwar. Lol, war Moment. Hat das Ding Leben verloren oder habe ich mir das nur eingebildet?
Also. Ich sag mal so. Wir sind durch. Aber ich kann euch sagen, das war bestimmt nicht so geplant. Aber ey, wir haben es durchgeschafft. Oh oh. Hi. Okay, da haben wir eine kleine Spidey, ja. Spidey, Spidey, bitte Spidey, nicht so rum. Spidey, Spidey, das was du tust, ist ja dumm. Na, schreit doch mal hier nicht so rum. Spidey, Spidey. Bitte Spider nicht so. Wow. So rum. Piss dich. Oh. Meilenweit daneben geschossen. Okay. Kann ja sein, dass es der Spinne gar nicht interessiert, wenn die von ihrem Kram getroffen wird. Hä? Was war denn jetzt? Was ist denn? Okay, warte mal. Dann bin ich mal so fein hier. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ja, 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 ja. Hä, Mutti, war doch schnell genug.
Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hier hin muss, ne? Ah, hier in die Höhle. Kannst du mal auf, wenn ihr so ausrasten, Spinne? Du spinnst doch wohl. Hier, frisst deine eigene Medizin, du Ekliger. Achso, das hat aber wirklich getroffen, ne? Jawohl, getroffen. Na. Was? Hä? Ist halt immer doof, wenn man nicht weiß, was passiert. Okay, ich glaube, ist jetzt dunkel geworden. Wenn die schreit, wird es dunkel. Es wird dunkel im Karton. Ding, ding, ding. Hä? Oh Mann! Oh, das ist doch doof, Mutti! Nee, nicht so. Oh, das ist echt doof. Wenn man genau in dem Moment in der Nähe einer Lichtquelle ist. Ich muss mal ganz kurz mich wieder heilen. Was? Warten? Ich. Das ist doof, wenn sie so viele bunte Bilder auf immer bewegen. Man hat aber auch keine Minute Zeit, ne? Aber keine Sekunde, was ich sage. Minute wäre ein bisschen heftig, aber keine Sekunde Zeit hier. Boah, ich dachte jetzt schon wirklich, dass die... Ist echt nervig, wenn die kleinen Kack-Dinger hier, ne? Kleinen Kack-Spinnen noch im Weg sind.
Spür deine Medizin. Bitte was? Ey, das ist nicht dein Ernst, dass ich jetzt so kämpfen muss. Habt ihr in einer Klatsche, liebe Entwickler? Wie soll ich... Boah, hab ich schon mal gesagt, dass ich froh bin, wenn wir die Gegend hier geschafft haben. Weil das doch ein bisschen anstrengend ist. Jetzt war der Kopf im Weg. Ach, das kann doch... Ach, Jesus Christi. Ach, komm bitte. Hey, wann machst du das? Mich verarschen? Geht ja gar nicht von dir, das ist ein ganz neuer Boden. Also seit wann macht bitte schön die Spinne das? Hab ich irgendwas verpasst? Hab ich die ganze Zeit geschlafen oder? Oder wird die immer härter, so dass man verkackt? Ey, die meinen das wirklich ernst, dass ich so kämpfen soll? Habt ihr irgendwas geschluckt, liebe Entwickler? Also irgendwie... Ich dachte ja zuerst, es wäre irgendwie... zeitlich bedingt oder irgendwie so, aber nö, ich muss so kämpfen, klar. So heilen und sowas brauche ich ja nicht, sowas. Also. Das war... Ach ey, Mädel. Ach komm jetzt. Ach, das ist doch...
Hör doch mal auf, hier so dein scheiß Kack-Spuckzeug zu machen. Ich möchte das nicht. Ich will da echt der Spinne noch mehr Attacken geben. Die hat echt noch nie genug. Hör auf zu schießen, ich möchte das nicht. Sonst hau ich dir leider ins Gesicht. Halt, schreie hier wieder rum hier. Ja, es wird dunkel. Kennen wir doch. Eigentlich braucht man die kleinen Spinnen, ne? Aber das Problem ist natürlich, die machen auch ganz gut Damage. Okay, da hat sie ein bisschen gefressen. Schön aufpassen jetzt. Kein Fehler machen. Ah, das wäre fast ein Fehler gewesen. Ist egal, der Strahl interessiert mich nicht. Jetzt haben wir unten wieder Lichtquellen, das ist sehr gut. Geschafft. Das war's mit der Spinne. Meine Herren, ey. War aber auch eine anstrengende Geburt.
Das ist eine liebe Spinne. Hallihallo. Danke, Geist. Ich wurde vom Verfall befreit, der meinen Verstand vernebelte. Das hört sich gut an. Dunkelheit weichen finde ich sehr gut. Ich werde Stärke erweisen, liebe Kankra. Nee, Mora. Die Kleinen haben das Tor über den Tiefen versiegelt, das ist gut. Gut ist auch, dass sie dich aussandten, damit du das Licht zurückholst. Ja. Hallo. Es gibt so viele von uns, aber Mutter sagt, dass sie keine Lieblinge hat. Es wäre ohnehin schwer, sich zu entscheiden. Wir sehen alle gleich aus. Er ist natürlich doof. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.